Gleich kommt mich Christian Schönrock besuchen. Und zwar ist es der Konstrukteur aller AIDA-Schiffe. Mal schauen, was ich dem alles so entlocken kann. Also seid gespannt. Hi Christian! Hallo! Na? Schön, dass du da bist. Komm rein! Hallo, Christian. Ja, gerne doch. Ich habe noch mal was vorbereitet. Oh. Ja? Und zwar, du bist ja sozusagen der Chefkonstrukteur von AIDA. Sag ich das richtig? Ja, lassen wir so mal gelten. Okay. Ja, genau. Ja. Dann schauen wir mal rein, was uns da erwartet. Aber es sieht doch schon mal aus, als würde es schwimmen können, oder? Ja, ja, Findest du nicht? Ja, natürlich. Also, Archimedische Prinzip wird in jedem Fall gewährleistet sein, solange wir die Löcher zumachen natürlich. Ne? Hier ist ja noch mehr. Oh, Kleinkram, okay. Würde ich mal sagen. Wie viel Zeit haben wir? Och du, mal gucken, wie lange es geht. Aber wenn du das jetzt so, also wenn man das jetzt so sieht, was ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zur Nova? Ja, die Nova ist erstmal größer, so ungefähr, aber von der Schiffsform, die ist natürlich weiter optimiert. Längenbreitenverhältnis ist anders, also sind viele Dinge weiterentwickelt, aber das ist auch ein sehr modernes und sehr effizientes Schiff und hat auch sehr schöne Linien. Also gerade hier vorne die Schiffsform. Wir gucken ja mal als Schiffskonstrukteure da drauf, dass also Schiffslinien können durchaus auch sexy sein. Ja, also wie auch in der Automobilbranche. Das ist ja, da gucken die ja auch dann auf, die ganzen, wie was ja, aber und so. Ein Schiff ist noch was anderes als ein Auto. Ja, ne? Das hat also eine eigene Seele und das ist schon was Besonderes. Stimmt. Und wie viel Schiffe hast du insgesamt jetzt schon für AIDA gemacht? Für AIDA? 12, ne? 12, ach ja, stimmt. 12. Also die Nova ist dann die 12. Nee, das ist jetzt Nummer 13. Gibt es denn eins von den 12 für AIDA, die du gemacht hast, was dir deiner Meinung nach am besten gelungen ist? Ja, das immer das, was man gerade im Bau hat und so, ist ja immer so das, wo man am stärksten dran ist und so. Und das ist immer das Jüngste, ist immer so das, wo man was im Fokus ist. Aber da, wo man dann, wo nicht alles so ganz glatt lief, so im Bau und so, das hat man natürlich in Erinnerung und das wächst einem dann, wie bei Kindern, dann vielleicht noch stärker am Herzen, wo das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ist es schon so, also ist es schon wie so ein aufwachsendes Kind, was man beobachtet und auf den Weg schickt. Ja, also das ist schon das Baby eigentlich aller. Dann ist es aber so, du musst das dann übergeben und am Tag der Ablieferung kommen dann andere und nehmen dir das. Ja, so, aber das ist ja eigentlich, also das Interessante ist, dass einfach Menschen, die dann gar nichts damit zu tun hatten, dann aber von so einem Produkt dann so begeistert sind und das ist eigentlich das schönste Geschenk, wenn man das weitergeben kann. Fährst du selbst auch privat AIDA? Ja, also wir sind so über alle Weltmeere dann mal gefahren und die Karibik entdeckt und die Ostsee und jetzt gibt es auch neue Routen Südafrika, da hätte ich schon mal richtig Lust drauf. Das also, ist auch da toll. Da. Das ist auch toll. Und also, wenn man dich so reden hört, ist das schon dein Traumberuf, würde ich mal sagen, oder? Würdest du das auch sagen? Also ich wollte eigentlich immer Schiffe bauen und dass ich dann die Gelegenheit hatte, dann so viele Schiffe mit zu konzipieren und zu entwickeln, ist schon was sehr Besonderes, das weiß ich schon. Also es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die kreativ sind. Und dann auch tolle Ideen haben, aber nicht jeder hat so wie wir die Möglichkeiten, sowas dann in Stahl umzusetzen. Ja. Und das ist schon gut. Cool. Sag mal, und also ich meine, ich bin ja nur auch schon seit 10 Jahren bei AIDA. Ja. Nicht bei AIDA, aber ja, doch, für AIDA unterwegs, sagen wir mal so. Und bin natürlich, also von wenn ich auch andere Schiffe sehe, schon der Meinung, dass ihr echt die schönsten habt. Oh, danke schön. Ja. Das gebe ich an die Architekten weiter. Aber es kommt ja nicht von irgendwoher die neuesten Sachen, die entwickelt werden. Oder entwickelt ihr sie selber? Schiff ist ja alles. Ne? Du musst also fit sein bei Schiffskonstruktion bis hin zur Datentechnik, Entertainment, Restaurantkonzepte, Public Area Konzepte, überhaupt Urlaubsformen. Und du musst sehr breit aufgestellt sein. Wir wollten eigentlich nie irgendwie irgendwas kopieren, sondern man guckt schon, was andere machen, aber das Interessante ist eigentlich daraus, was Neues zu entwickeln. Wo würdest du denn deine Schiffe, also deine Babys, einordnen? Sagen wir mal jetzt privat gesehen zwischen Frau, Auto und der Designeruhr zum Beispiel. Oh, die du dir gerade. Was heißt denn hier zwischen? Naja, ich weiß ja nicht, in welcher Rangfolge man so das hinlegen kann. Also natürlich ist die Ehefrau das Wichtigste. Also wichtig. Alles richtig gemacht. Ja, natürlich, so ungefähr. Die wird vielleicht sagen, naja, also
Also so eine Rangliste, dem würde ich mich jetzt verweigern wollen, sozusagen. Gute, also ich habe dann auch ein Segelboot und meine Frau würde wahrscheinlich sagen, dass das am Platz Nummer 1 ist. Okay. Aha, interessant. Jetzt habe ich noch was ganz Tolles und zwar haben wir Mitarbeiter gebeten, Fragen an dich zu formulieren. Oho. Kannst du Papierschiffchen basteln? Ja, kann ich. Jetzt haben wir kein Papier. Doch, guck mal hier. Ja, na klar. Mach mal ein Papierschiffchen. Klar, kann ich Papierschiffchen basteln. Wer sucht eigentlich die Farben an Bord aus? Unser Architekten-Partnership-Design von Hamburg. Also mit denen arbeiten wir von Anfang an zusammen, unter allen erst AIDA. Und unter der Leitung Kai und Siki, also die suchen die Farben aus mit uns zusammen. Da diskutieren wir natürlich auch ganz viel. Aber PSD ist der, also das Farbkonzept kommt von dort. Okay. Das ist schon mal das Papierschiffchen. Ja, so würde ich sagen. Das testen wir nachher. Dankeschön. Bitteschön. Also ich heb's auf jeden Fall auf. Ja, ja. Also ich mach noch einen Kussmund drauf. Ja. Wie würdest du ein Schiff gerne nennen wollen? Ich bin eigentlich mit allen unseren Namen eigentlich sehr zufrieden und auch viele der Raumnamen. Und es gibt noch so ein paar Schiffsnamen, die wir im Petto haben, aber das wäre jetzt Quatsch, die zu verraten, weil wir wollen ja noch mehr Schiffe bauen. Genau. Und es gibt so eine große DIN A4-Seite, da stehen alle. Also, verrate ich jetzt nicht. Wie heißt dein Segelboot? Freizeit. Achso, aber ist auch schön. Das ist eine schöne Frage. Okay. Bei welchem Schiff oder Bereich hast du dir gedacht, oh, wenn das mal gut geht? Oh, das habe ich oft gedacht. Echt? Ja. Okay, also, welcher Bereich? Also als wir Theatrium angefangen haben, war das für uns klar, dass das toll wird. Aber haben viele gesagt, das geht nicht und Theater muss dunkel sein. Und da gehst du immer ein Risiko und das hat meistens geklappt. Es gibt auch mal Sachen, die nicht ganz so geklappt haben. Das wäre Quatsch zu sagen, dass immer alles hundertprozentig erfolgreich ist. Aber man muss schon ein bisschen mutig sein. Sonst, Wärst du ja auch nicht schon so lange dabei. Nee. Kannst du auch einen Autoreifen wechseln? Ja. Okay, könnte. Gehe ich mal von aus. Ja. Gut, durch. Welchen Job an Bord würdest du gerne machen? Was würde ich gerne machen? Großes also Fahrzeug. Das Segelboot steuere ich auch. Also, ja. Sag doch, also Kapitän, ja, klar. Finde ich super. Ja. Gleich oben ansetzen. Ja. Kannst du im Urlaub auch wandern gehen? Ja, habe ich probiert. Also eher nein. Kann man, muss man aber nicht. Gut. Na gut, wenn man ein Segelboot namens Freizeit hat, das erübrigt sich ja. Dein Papierschiffchen kriegt jetzt mal einen Kussmund. Guck mal. Passt. Perfekt. Und ich sehe wahrscheinlich komplett zerstört jetzt aus. Nee, perfekt. Siehst du? Beides. Jetzt haben wir eine AIDA, eine neue. Ja. So, danke, lieber Christian, dass du hier auf dem Balkon mit mir warst. Danke, liebe Frenzi. Also die Freude war ganz auf meiner Seite. So hat meine Mama mich übrigens früher immer genannt, Frenzi. Ja? Kommt wahrscheinlich aus Rostock her. Ja. Nein, es war wirklich richtig schön. Ja. Und wenn wir demnächst mal ein bisschen mehr Zeit haben, machen wir uns an die gute alte Ja, dann machen wir aber einen großen Tisch, dann machen wir einen Plan und dann bauen wir von unten auf. Super. Machen wir das nächste Mal. Klasse, danke. Okay, danke.